ein wichtiges Gebäude. Deswegen sah ich eben so in einem kurzen Blick, dass da nicht gearbeitet wird. Ihr seid der fünftgrößte Herrscher. Über wem bin ich denn? Oh, ich streite mich mit Richard. Bin zur Stelle. Rekruten benötigt, Sire. Mein Herr, die Leute verlassen die Burg. Eure Befehle. Nein, was mache ich denn? Das Volk scheint euch nicht. Aber das Bier klappt nicht. Okay, ganz schnell Geld geben. Geld, Geld, Geld. Gib denen Geld. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das. Ja, das ist okay, ich krieg die öffentliche Ordnung. Das klappt hier. Ah, die wollen die Treppe hoch, da bin ich eh zu langsam. Ja, ich habe die Treppe jetzt mal mit Absicht da gehalten, damit. Was? Wow, das war ja richtig blöd. Na komm, richtig schön die öffentliche Ordnung hoch war dann hier. Wenn ich wieder ein paar Arbeiter habe. Es werden Rekruten benötigt. Ja, erstmal dafür sorgen, dass hier alles läuft. Wir verlieren ein bisschen Gold. Ja, dass ich ein bisschen Gold verliere, ist aber auch meine Schuld. Also brauchst dich gar nicht hier zu beschweren. War mir schon klar. So, hier machen wir mal Doppelwald, wenn hier mit vielen Katapulten kommen. Und setzen einen europäischen Turm mal nach da vorne. So. Eure Beliebtheit steigt. Der Turm hat nämlich dann gleich voll gemacht. Oh, das mit dem Stein da unten war echt eine gute Idee. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Sind auf dem Weg. So, da sind wir auch direkt schon wieder. Und wir müssen. Wir haben jetzt. So, warte, ich kann die Steuern wieder wegmachen. So. Wir brauchen wieder Geld. Ah, es mit Bios schon klappt perfekt. Okay, so ist es ausgeglichen. Ich sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich hier auf jeden Fall genug Bier habe. Wie sieht das mit Holz aus? Ich bräuchte hier unten ein Tor, die Holzfälle laufen nämlich immer einen ungünstigen Weg. Hier wäre das Tor ganz gut. Bemann ich das doch gleich mal. Ich könnte Armbrustschützen mal draufstellen. Nee, Armbrustschützen sollten wir dahin. Der Turm hat auch ein paar Armbrustschützen auf jeden Fall verdient. So, der Sire kann mittlerweile weiter nach hinten, der muss nicht mehr unbedingt richtig mithelfen. Bin zur Stelle. Da geht es nicht mehr um jeden Mann. Okay, okay. Warte, wie war das nochmal mit den Baumeistern? Euer Gnaden. Bogenschützen bereit. Belagerungsgeräte bemannt. Gut, und dann kommt ein fetter Turm gleich nach da vorne. Welcher die direkte Front bilden wird, um gegen die zu kämpfen. Oh, wie viele Ballisten der da drauf hat. Okay, dann würde ich doch nicht gerne so aggressiv sein. Aber der Meuchelmörder. Darf er wieder Sachen kaputt machen. Hopfen kriege ich eigentlich genug rein. Ihr drei da auch. Also es klappt eigentlich ganz gut. Mein Bogen ist euer. So, und ihr geht jetzt mal dahin. Mein Herr, denn ihr werdet Hauptsorge dafür tragen, dass hier alles stabil läuft. Bin zur Stelle. Mit keine dummen Katapulte mich mal angreifen. Bin zur Stelle. Rücken aus. Ja. Perfekt. Eine Nachricht von Abt. Meine Männer sind gekommen, um in eurer Burg aufzuräumen. Jetzt. Wo bist du? Da. Warte, sie haben es direkt wieder aufgebaut. Okay, okay. Wir müssen gucken, dass wir uns nicht alle wieder gleichzeitig angreifen. Das würde mir sehr missfallen. Aber die Mange ist fertig und das heißt, du wirst jetzt erstmal hier schön den Wolf beschießen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. So, und du schießt mal auf die Festung. In Bewegung. Aber machen wir mal den Turm hier besser. Der wird jetzt. Der spielt eigentlich schon eine wichtige Rolle. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht so sehr vernachlässigen sollen. Du machst hier mal die ganze Scheiße kaputt. Das regt mich ja schon ein bisschen auf. So, dann sieht das wenigstens halbwegs schön aus hier. Die bauen einfach direkt das Stein wieder neu an. Unglaublich. Bin zur Stelle. Okay. Wir rücken auf jeden Fall weiter vor. Du wirst jetzt mal hier reinschießen. Ziel im Visier. So. Ich habe mal schönen Schaden hier an. Der Abt. Er hat sich eingesperrt. Er hat sich eingesperrt. Boah, bist du blöd. Ihr seid der fünftgrößte Herrscher. Bist du blöd. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ist echt unglaublich. Der hat sich einfach zugebaut. Er hat sich einfach zugebaut. Eine Nachricht von Richard Löwenherz.
Noch ehe dieser Tag zu Ende ist, wird ein Banner über eurem Bergfried flattern. Na, ich hoffe mal, dass dieses Banner mir gehört. Sonst haben wir beide ein kleines Problem. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeier. Ich denke, klappt eigentlich alles. Dass mein Bergfried einfach mal in der komplett offenen Position ist, ist so klar. Das ist bei meinen Burgen einfach immer so. Mein Zeier ist theoretisch gesehen am ungeschützten. Ich überlege gerade, ob eine Mango oder eine Balliste. Ich mach mal Balliste. Dann machen wir vielleicht hier nochmal einen Turm rein, den eine Mango hat. Wobei, dann sollte der eigentlich eine Mango haben, eine Balliste-Mango. Ja. Wenn wir es abwechselnd machen, ist so besser. Wow! Vier Katapulte! Richard greift vom Norden an! Ich dachte, er greift von da an. Also warum kommt... Er kommt aus dem Norden? Wie bei Geld, ja. Sie kommen aus dem Norden. Nee, sie kommen nicht aus dem Norden. So war das. Ist jetzt auch egal, wir müssen uns verteidigen. Und erstmal dafür sorgen, dass unsere Mauerverbindung bleibt. Das ist das Wichtigste. So. Na, hier habe ich ja nicht mehr eine richtige Schutz... Wand. So. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Der ein oder andere Schwertkämpfer versucht auf jeden Fall hier mich zu töten, aber es ist schon okay. Ich habe meine Schwertkämpfer. So. Könnte meinetwegen aggressiv sein. So sehr brauchen tue ich euch eigentlich auch nicht mehr. Das Schwein wurde einfach durch diesen ganzen einzigen Turm. Er könnte eigentlich mal angreifen. Er hat Waffenarbeiter, er kriegt auch noch ein bisschen, Käse. Er könnte wirklich mal hier ein bisschen besser vorgehen. So, dann haben wir es hier auch mal. Warum kommen so viele durch? Waffen geschultert. Bereit, eure Lordschaft. Na, das war ein bisschen frech, wie weit die gekommen sind. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Mutig, ihr kämpft wie ein Mann. So. Ja, ich kämpfe auf jeden Fall wie ein starker Gegner hier, würde ich sagen. Ich werde euch hier noch schön Parole bieten. So. Gehst mal zurück zum Bergfried hier. Wir kümmern uns jetzt um das Schwein. Das Schwein soll besiegt werden. Und ich glaube, ich fahre die Lanzenmethode. Nein, war zu viel Abstand. So. Gehst mal dahin. Denn ich baue jetzt ein paar Lanzenträger. Das Einzige, was ich richtig im Überfluss habe, ist Holz. Und dadurch, dass ich einfach keine anderen Ressourcen richtig bekomme, will ich einfach das jetzt machen. Ah ja, du musst da ja gar nicht mehr hinschießen. Ziel im Visier. Schieß mal hier schön weiter auf seine Festung. Eure Befehle? Du brauchst auch noch Befehle. Ziel im Visier. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Okay, geht mal erstmal alle da hoch. Ich werde den Turm hier ordentlich bemannt haben. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Na, dafür gucke ich, glaube ich, aus dem falschen mein Winkel. Ist euer. Aber ist egal. So, Lanzenträger. Eine so schlechte Einheit, aber ich mach's jetzt einfach. So. Geht ihr einfach da rein. Na, wie wir sehen, seine Reiter versuchen hier wieder was kaputt zu machen. Habe ich da noch Stein? Nee, davon habe ich gar nichts mehr. Da habe ich alles aufgegeben. Habe ich auf jeden Fall nichts übrig gelassen. Ich würde sagen, Holz wird jetzt weiter nach vorne verlegt. Da blockiert es nur mich. Ich würde sagen, hier brauchen wir Doppelwall, denn hier wird nachher der Wolf angreifen. Hä? Boah, ich kann bei einem Ding keinen Wall bauen. Okay. Ihr seid der viertgrößte Herrscher. Das würde echt eine Schwachstelle darstellen, dass ich da an manchen Stellen nicht bauen kann. Ja, ist jetzt einfach so. Kann man nichts gegen machen.
Kann man auf jeden Fall nichts gegen machen. Ich bin der Viertgrößte. Wen habe ich denn übertrumpft? Richard, was denn? Hä, Richard kann sich doch perfekt aufbauen. Die Angriffe von dem sind auch nicht so schwach. Ah, der Abt hat sich halt zugebaut. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Der hat verdammt viele Männer jetzt. Er hat 200 Männer da und sein Wirtschaftssystem läuft weiter. Der kauft sich einfach die Ressourcen. Er hat keine Verbindung mehr zur Außenwelt. Er kann es sich aber trotzdem leisten, das zu machen. Ja, Sir Longham hat halt hier Programm gemacht und er hat halt an den Rändern gemacht. Bis zum Tor eigentlich. Und durch das Tor wollte er rausgehen. Also Sir Longham echt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ihr könnt auf uns zählen. Aber keine Sorge, mein kleines Schweinchen. Die Lanzenträger sind gleich bereit. Ich würde sagen, wir machen hier Glück mit dem Waffenmacher weg. Na! Bin zur Stelle. Wir geben unser Bestes. Ihr könnt auf kleiner Frechdachs. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Oh, wir haben kein Holz mehr. Holz kaufen. Ja, kaum macht man Lanzenträger, hat man kein Holz mehr. Die sind so verdammt schnell am Arbeiten, das ist unglaublich. So, wir können bald den Platz hier unten mal richtig nutzen. Denn zurzeit haben wir eine extrem in die Länge gezogene Festung. Ich hätte das Schwein auch schon viel früher töten können, aber die Gefahr, dass dann meine Verteidigung bricht und ich sie neu aufbauen darf, war mir halt zu hoch. Bin zur Stelle. Es war mir einfach ein bisschen zu hoch. Ja. Ein erträglicher Unverlust. Gut, macht euch bereit. Gut. Greifen wir an. Man muss sich nur noch wissen, wie genau. Bereit. Mein Bogen ist euer. Aber es sollte eigentlich alles passen. Rekrutieren wir noch einmal Lanzen, dann reicht das. Mein Herr? Mein Herr Kollege. Wohin gehen wir? Eure Befehle? Sind auf dem Stall. Okay, los geht's. Ihr geht hier an die Mauer, denn da sind Fallen. Die sollen mal schön die Lanzenträger auslösen. Okay, alle weiteren Bogenschützen und Männer hierhin. So, ihr löst mal die Fallen aus. Und ihr geht dann da auch. Oh, shit. Es war so schlecht, dass es schon weh tut. Man kann aber nichts reißen hier mit den Lanzenträgern. Das ist unglaublich. Danke zurück. Unser Werkzeug ist bereit. Unglaublich. Da habe ich einfach kein Mehl? Oder warum arbeitet ihr hier nicht? Konstruieren Belagerungsgeräte. Aber den Mehl habe ich, aber das Getreide klappt nicht. Hä? Was ist denn mit euch los? Okay. Ah, ich habe ihn zugebaut. Oh, ich bin so richtig schlau. Ich verkaufe mal eben die wichtigsten Waffen und dann mache ich das hier mal ein bisschen neu. So. Mühle kommt auf jeden Fall wieder dahin. Alles klar, du hast die Waffe richtig abgeliefert. So, dann habt ihr einen Spalt, wo ihr durch könnt. Na? Ja. Feuer frei. Eine Mauer leidet darunter. Okay. Feuer frei. Hehehe. Jetzt werde ich dich fertig machen. Oh. Da habe ich eine Sekunde nicht drauf geachtet, dass ich das zugebaut habe. Zack, Kornspeicher leer. Ich werde euch gleich die schönen Schüsse meiner Männer zeigen, aber erstmal gilt es hier, alles zuzubauen. Warum ich da nicht bauen kann, verstehe ich auch nicht. Haha. Feuer frei. Bin zur Stelle. Es werden Waffen zählen. Na komm. Eure Tage sind gezählt. Na komm, ich opfer die. Na komm, ich hab schon Stein, um dich hier abzuschießen. Dann muss ich es auch richtig nutzen, ja. Meine Truppen lassen mich im Stich. Oh, der Angriff von vor 100 Jahren wurde jetzt abgesagt. Da war er doch so erfolgreich. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Okay. Ich werde einfach mal anfangen, Eisen zu bauen und gucken, wie ich das dann hinkriege, dass ich das auch bekomme. Ich werde das jetzt auf jeden Fall nicht bekommen. Ich brauche mal wieder Holz hier. So, bauen wir ein paar Leute mehr an. Das Volk liebt euch. Bauen wir das jetzt mal einen runter. In die Schatzkammer, Sire. So, wie sieht's hier aus? Perfekt, der kann den Turm nicht mehr aufbauen. Nein! Ihr seid der zweitgrößte. Der zweitgrößte. Oh, der Wolf. Der Wolf! Ho, die Fesseln zu erobern wird schwierig. Euch, ja, das Bios scheint keinen runtergedacht, dachte ich mir schon fast.
Schauen wir doch ein bisschen mehr an, was das angeht. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja, machen wir Piken dahin, falls ich irgendwann mal meinen Bergfried nicht richtig verteidige. Dann Piken rekrutiere und die meinem Sire nicht beschützen und ich dadurch sterben würde. Nee, nee. Sorgen schon mal dafür, dass ich hier ein paar Rüstungsmacher habe. Können auch ruhig etwas weiter hinten sein. Die arbeiten ja schon schnell. So, dann klappt das. Na, da kommen wieder ein paar Männer von ihm, aber das ist okay. Okay, wie sieht's bei dir aus? Balliste, bereit, my Lord. Wir benötigen Steine. Na, er will Belagerungsgeräte bauen. Schießt's ab. Warum macht er das denn jetzt auf einmal? Nein, ihr müsst treffen. Nein, meine Mauer. Nein. Hey, ich dachte, ein Tribok würde das locker machen hier. Dummer Tribok. Tribok bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Okay. Bin zur Stelle. Spannt den Tribok. Ihr habt nicht genügend Gold. Und macht euch bereit. Ich krieg sogar Eisen. Wow. Balliste. Bereit, my Lord. Verteidigen. Es werden Waffen benötigt, Zeit. Es ah, hey, jetzt habe ich ein paar Piken hier, mein Freund. Ballist, bereit. Flugbahn ist berechnet. Na komm, brech durch. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ja, ich meine, Kornspeicher muss jetzt langsam mal wieder voll werden. Aber er ist auch durch mein Missgeschick. Er ist runtergegangen. Ey, ich hätte schon viel früher was anbauen können. Dadurch, dass der Turm... Wie ein Kartenhaus. Okay. Okay, es wird ganz schnell gespeichert. Spiel. Nein, nein, bitte nicht. Okay, ich kann wieder was machen. Oh Gott. Irgendwas, irgendwas. Ist mir egal wie. Oh. Das hätte die komplette Aufnahme ruiniert, weil so ein Spielstand hochladen wollte, den ich auch nur zur Hälfte durch habe und nicht nachspielen kann, wäre auch doof. Dann wäre die komplette Aufnahme Mist gewesen. Das hätte ja keiner gewollt, natürlich. Okay, Kühe. Das Vieh ist bereit. Ein Paradebeispiel. So lieben wir das. Hast du das Eisen kaputt gemacht? Ja, hast du. Fängt der Eis gerade an, meine Sachen da kaputt zu machen. Es werden Waffen genügt. Na, Spiel, warum leckst du denn? Ich werde euch eine wertvolle Lektion erteilen, mein Sohn. Hä, du kommst doch nicht aus deiner Festung raus, oder habe ich da was vergessen? Achso, wie viele Männer hast du? 234, du hast fast so viele wie ich. Balliste, bereit, my Lord. Bogenschützen bereit. Okay, hier muss ich mich auf jeden Fall neu aufbauen. Oh, der schießt auch schon wieder ein Katapult. Okay, der ist jetzt kaputt. Es werden Waffen benötigt. Balliste, bereit, my Lord. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Eure Befehle? Da war ich immer das zu cool, der Ball mehr. Schultert die Waffen. Zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Achtung! Mein Bogen ist euer, mein Herr. Hä? Was wünscht ihr? Eure Befehle? Im Laufschritt. Bin zur Stelle. Und ja, Sire. Ja, war das so schwierig? Ei. Bogenschützen bereit. Okay, greif mal an. Waffen geschultert. Boah, diese Coin-Kämpfe. Gewinnt er das jetzt wirklich? Tatsache. Okay, es reicht mir. Beim nächsten Angriff kommen ein paar Schwertkämpfer mit. Wir sind bereit. Es werden Waffen. Dann sprechen wir uns nochmal. Es werden Waffen. Dann sprechen wir uns nochmal, mein Freund. Boah, ich hab doch die Rüstungsmacher. Eisen zu kaufen ist viel billiger, als die Rüstung direkt zu kaufen. Wenn ich schon die Mittel habe. Ich kann sogar versuchen, mal wieder Eisen anzubauen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Schade Lord. Doch nicht. Sogar dreimal könnte ich machen. Hey, das Holz, das. Funktioniert echt gut gerade. So, machen wir mal ein bisschen länger hier. Ich dann zukünftig keine Platzprobleme bekomme. Es werden, Waffen benötigt, Sire. So, ansonsten läuft das hier alles. Die Schleuderer brauche ich nicht mehr. Können wir hier auf dem Bergfried, da sind sie noch am besten zu gebrauchen. Ansonsten klappt hier alles. Er kann sie auch nicht mehr groß wehren. Das gefällt mir. Aber warum greift der Wolf mich nicht an? Das wundert mich. Ich blockiere halt seine Nahrung. Damit habe ich ihn komplett außer Gefecht gesetzt.
Ne, seine Rüstungsmacher arbeiten nicht mehr. Wow. Dieser Beschuss schon ausreicht, um den Wolf komplett auseinanderzunehmen. Also eigentlich komplett lahmzulegen. Das ist echt krass. Ah, ich weiß, warum Richard so schwach ist. Der ist so weit weg von Nahrung. Wobei, da oben. Der hat aber, glaube ich, nicht selber angebaut. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Oh, ne. Fließt in die Schatzkammer. Das Volk huldigt euch, Sire. Okay. Jetzt kommen ein paar Schwertkämpfer mit. Bin zur Stelle. Mein Herr? Eure Befehle? Also ich hätte mal erst angreifen sollen, wenn ich auch wirklich die Mittel habe, um ihn direkt zu besiegen. Aber wir haben ihn schon geschwächt bei den ersten Angriffen. So, rennt los. Jetzt will ich mehr schöne Resultate hier sehen, meine Freunde. So, dann kommt hier mal ein Tor hin. Denn dann werden... Nachricht vom Schwein. Ja, jetzt kriegst du Angst, ne? Das Schwein wittert Gefahr. Los geht's. Die Bogenschützen sind schon wieder direkt tot. Es wird eine Nachricht. Unglaublich. Was ist hier los? Das ist nicht gut. Nee, das ist echt nicht gut für dich. Dass ich hier gleich mit dir abziehen werde. Perfekt. Sind wir schön am Machen. So, und dann bauen wir uns gleich mal hier weiter aus. Okay, schießen wir die Zei ab. Bin zur Stelle. Und rekrutieren wir weitere Männer. Oh, Holz haben wir jetzt echt viel. Gut. Hier unten kann man durch, ne? Wird der Wolf aber, glaube ich, sowieso nicht mal... Das heißt, ich lasse die Mauer hier unten und auch die Bemannung, aber ich werde hier unten natürlich alles vollbauen. Er hat die Schwertkämpfe einfach überlebt. Okay, das reicht mir. Der Marsch wird uns gut tun. Wenn jetzt so lange Männer nachgeschickt, bis du tot bist. Werden Waffen benötigt, eure Befehle? Der Marsch wird uns gut tun. Schnappt ihn euch. Warum nämlich? Für die Krone. Genau. So. Ich hoffe, hier kommt man nicht durch. Wenn ich mich da nicht täusche. Achtung! Na komm, jetzt mach den endlich fertig. Kann nicht sein, dass er da immer noch am Leben ist. Perfekt. Runter da. Halt's Maul. Kein Erbarmen für einen für dich. Du hast mich lang genug genervt durch deine pure Anwesenheit. So. Wir können hier glatt mal die 6 Arme schützen, weil er immer versucht, mit seinen Rittern das da kaputt zu machen. Würde ich sagen, speichern wir es sicherheitshalber nochmal. Speichern. So, und da sind wir nach kurzer Unterbrechung auch schon wieder. Achtung! Wie es aussieht, haben wir nämlich noch eine Keule vom Schwein bekommen. Und jetzt geht es darum, den Marschall zu töten. Wir sollten nur bei der Tötung des Marschalls darauf aufpassen, dass der Abt da nicht frei wird. Denn, wie wir sehen, der Abt ist ja noch blockiert durch den Marschall. Das heißt, der wird sofort wieder frei dann. Ansonsten klappt das mit Nahrung hier gut. Trieböcke können vielleicht noch woanders hin, aber ansonsten klappt das eigentlich. Bin zur Stelle. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir mehr bekommen als das Stein da unten. Wir haben hier noch mehr Stein und ansonsten hätten wir hier noch Nahrung. Die muss ich jetzt auf jeden Fall mal anbauen hier. Das würde uns auf jeden Fall einen großen Vorteil bereiten. Denn wir brauchen diese, um uns weiter aufzubauen. So, dann grasen wir das Gebiet auch ab. Oh, der da unten. Na, dann würde ich sagen, versauen wir dem Wolf mal seine Ressourcen. Wäre doch eigentlich mal eine empfehlenswerte Sache. Bei uns hier weiter auf mit unserem Bogenmachern. Bin zur Stelle. Ei. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. So. Eine Nachricht von Richard Löhner. Wir müssen neues Eisen kaufen. Noch ehe diese Richard greift uns an. Wird ein Banner über eurem Berg flattern. Wovon da oben wieder? Okay, ich sehe es wieder. Das heißt, die Mange muss wieder ihr Feuer darauf spezialisieren. Ei. In Ordnung. Okay, meine Piken hier sind bereit. Eure Beliebtheit sinkt.
Warum sinkt meine ich habe wieder keine Nahrung. Was soll das denn? Okay. Jetzt an den Bäckern. Ich weiß nicht, ihr braucht einfach mehr Getreide. Das Getreide... Oh! Du böser, böser Wolf. Du böser Wolf. Was machst du denn da? Dir fällt schon auf, dass du meine Sachen da unten ruinierst. Kennt mir gar nicht, was der da macht. Halt mir weiter auf. Wir haben nicht genügend Arbeiter, das ist ja schade. Eure Beliebtheit steigt. Gut. Ja, da klappt das mit dem B auch. Ich denke, noch eine Schenke schadet nicht. Machen wir das mal lieber so. Das ist das einfacher zu bauen nachher. So, dann kommt hier das Gebäude hin. Hi. Es werden Rekruten benötigt. Eine Nachricht vom Abt. Verlass diese Mauer, mein Freund. Oder ich werde bitter bezahlen. Na, ich glaube, du bezahlst gerade ganz bitter ab. Aber meinetwegen kannst du ruhig weiter schwaffeln. Habe ich nichts wegen. Da unten mangelt es an den nötigen Belagerungsmitteln. Oder darum kümmern wir uns schnell. Euer Gnaden. So, eure Baumeister. Und los. Belagerungsgeräte bemannt. Ei. Wir brauchen, glaube ich, nochmal ein paar Pikenmacher hier. Ich glaube, die nächsten Waffenmacher kommen mal hier hin. Ein Bauer hält sich auf dem Weg. So, ein Pickermacher sollte schon reichen. Wobei, machen wir zwei. Ist ja sicher. Holz kriegen wir eigentlich genügend. Es werden Rekruten. Mein Bogen ist euer. Okay, meine Männer gehen hier hin. Dann ist das komplett frei vom Wolf. Und dann kümmere ich mich mal hier um den Zinnwall. Okay, da unten brauche ich auf jeden Fall noch mehr Armbrustschützen. Der dumme Wolf blockiert mich da ein bisschen. Zu Diensten. Geh mal aufs Tor. Eine Nachricht vom Abt. Meine Truppen lassen mich im Stich. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Mutig, ihr kämpft wie ein Mann. Ziel im Visier. Okay, Richard haben wir auch abgewehrt. Okay, wir kaufen uns jetzt mal die restlichen Piken. Das dauert mir zu lange. Gold. Das Vorratslager ist voll. Oh, das Vorratslager ist nicht groß genug, sehe ich gerade. Gut, dann wird das mal weiter ausgebaut hier. So. Schön zentral gehalten, damit unsere Männer nicht so weit laufen müssen. Dann würde ich sagen, nehmen wir diese kleine Armee hier mal und rennen los. Bis auf die Steinschadra, die würde ich gerne hier behalten. Gut, und dann brauchen wir da oben noch weiteres Eisen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eine